wir wollen ein bisschen quatschen mit euch. Ich will alles tun, aber ich bin nass von Wagner. Diese Pussy wurde größer als ich sagte, ich bin reif. JP, Bruder. Ja. Status-Update. Soundcheck ist durch, glaube ich. Jetzt werden langsam die ersten Gäste reingelassen. Ich habe mir auch schon ein kleines Getränk gegeben. Ja, Mann, enjoy the night, würde ich sagen. Die rechte Star, ich träume, hat's nicht gecheckt. Wie lange hat der Stich noch auf sein? Es gibt nichts mehr, was mich hält. Ich höre diese Teile. Komm ran, wir kuscheln jetzt. Wir machen jetzt, habt ihr Bock Spaß zu haben jetzt so, nicht dumm rumzustehen, einfach nur okay, perfekt. Was geht ab, Freunde? Wir waren heute beim Opening von Bunny CBD, Aftershow-Party, alles drum und dran. Maren, JP, viel Spaß. Und jetzt macht noch mal Lärm für hiphop.de. Ich bin Maren von hiphop.de und wir sitzen heute hier mit Young Pepsi. Wir haben uns gestern schon kennengelernt beim Producer Camp. Das war mega geil. Berichte doch mal, wie ist dein Jahr bis jetzt gelaufen? Boah, mein Jahr war extrem spannend. Also ich habe quasi vor 5 Monaten oder 6 Monaten richtig angefangen, Musik zu releasen. Vorher habe ich natürlich schon immer Musik gemacht, aber eher so auf Soundcloud. Ja. Und dann ist mein Track geblowt, Hunde Freestyle, so gegen Mai. Ja. Mai ungefähr. Also bis jetzt war es echt ein extrem erfolgreiches Jahr. Ich kann mich nicht beschweren. Also ich glaube, das Highlight dieses Jahr war meine Marke, 4 Millionen Streams zu hitten. Ja. Ich glaube, das war so... Ja. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall nochmal. Ich habe mich mega dolle gefreut, als du mir das gestern gezeigt hast. Rückblickend nochmal, was war so dein Lieblingsmoment mit deiner Musik dieses Jahr? Der Musikvideodreh, mein erster Musikvideodreh. Ich glaube, das war was Besonderes, weil ich kannte das vorher halt noch nicht. So. Es war halt was Krasses. So. Das erste Mal Musikvideo drehen mit Kameramann. Ja. So, ich glaube, das war echt, der Tag war auch an sich ganz cool. Schön. Deshalb glaube ich, das war der besonderste Moment. Ja, cool. Und eine letzte Frage von mir. Lieblingskünstler oder Lieblingskünstlerin des Jahres 2022? Spontan. Spontan. Ich würde sagen, entweder Ken oder Babytron. Ja, okay, cool. Dankeschön. Und ich gebe weiter an JP. Was geht ab? Du hast ja gerade schon gesagt, so dieses Jahr im Mai ist dein Track so ein bisschen geblowt. Seitdem geht es für dich so ein bisschen los. Was hast du in Zukunft vor? Wie sind so die Pläne? Kannst du schon ein bisschen was verraten? Ja klar, in Zukunft habe ich viel vor. Also mein Plan ist es, am Anfang nächsten Jahres ein Tape zu droppen oder ein Album halt. Und da bin ich auch die ganze Zeit dran am Worken. Jetzt erstmal die nächste Zeit ein paar Singles, Musikvideos werden gedreht und einfach durchzuhustlen. Nice. Du trittst ja auch heute Abend noch auf so.
Wie ist es bis jetzt so mit dir, mit dem Live-Geschäft? Hast du schon ein bisschen Erfahrung sammeln können? Wie fühlst du dich, wenn du live auftrittst? Bist du noch so ein bisschen nervös oder hat sich das mittlerweile schon ein bisschen gelegt? Boah, das ist ehrlich gesagt mein erster Auftritt. Also ich bin ja noch ziemlich jung. Okay, deswegen, das ist mein erster Auftritt. Ich bin ja gerade 16. Ja. Ich bin auf jeden Fall aufgeregt, aber ich krieg das schon hin. Ja, safe, safe. Ja, geil, Mann. Dann freuen wir uns auf jeden Fall. Danke, dass du dir kurz Zeit genommen hast und wir sehen uns später, würde ich sagen. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Wir wollen ein bisschen quatschen mit euch. Best Moment 2022 für euch. Einmal nach und nach. Boah, da muss ich drüber nachdenken, das weiß ich jetzt nicht. Okay, ich frag dich gleich vielleicht nochmal. Ja. Es gab viele, wirklich viele gute Momente, wie zum Beispiel, wo wir das erste Mal auf die 1 gegangen sind. Aber tatsächlich, bester Moment war tatsächlich, glaube ich, wo ich mit meiner Freundin so einen neuen kleinen Hund abgeholt habe. Festivalsaison. Die war geil, wa? Mhm, war richtig geil. Hast du gut überstanden? Ja, schon halbwegs auf jeden Fall. Also geht schon klar, geht schon klar. Dann würde ich natürlich gerne wissen, in Bezug auf eure Musik, was euer Highlight war. Ihr wart beide sehr fleißig. Gregor war auch fleißig im Background eher. Deswegen, was war euer Highlight da, so persönlich vom musikalischen her? Schwierig. Ich feiere, also ich habe das Splash gefeiert dieses Jahr, meinen Auftritt. Ja, der war mega. Ja, der war krass. Und ich glaube, das war so mein Highlight dieses Jahr musikalisch. Und ansonsten Highlight Urlaub machen. Sehr gut, danke. Ja, musikalisch ist es auch wieder schwer zu sagen. Für mich, gut, ich mache ja selbst keine Musik. Mhm. Ich fand so viele Sachen krass, aber wenn ich mich jetzt auf eins irgendwie festlegen müsste, würde ich jetzt vielleicht sagen, ja gut, nachts wach, weil es halt auch alles einfach alles weggefickt hat. Ja, so. War mega, war schön. Ja. War gegönnt auf jeden Fall. Gut, dann fragen wir nochmal Dave und dann übernimmt JP einmal die Runde. Dein musikalisches Highlight dieses Jahr von dir persönlich oder allgemein, was du so gefeiert hast? Snow Strippers war mein personal, war richtig geil, war richtig geiler. Ja, Snow Strippers, gönnt euch Snow Strippers. Geil, geil. Ich habe so ein paar Fragen fürs nächste Jahr vielleicht so ein bisschen. Also ne, du bist ja mittendrin gerade in einem neuen Geschäft, so, beziehungsweise in einem neuen Geschäftszweig. Was steht so an bei dir und was hast du noch so vor? Es muss jetzt nicht unbedingt nächstes Jahr sein, aber was sind allgemein noch so deine Pläne, die man vielleicht schon verraten kann? Ich denke, ein paar Sachen sind ja so ein bisschen immer nicht direkt zu announcen, aber so das, was du vielleicht noch so vor hast. Also wir wollen auf jeden Fall noch ein paar Bunnies-Läden aufmachen. Also ich bin auch schon mit so ein bisschen mit Toxic am Sprechen, ob wir vielleicht sogar einen zusammen machen. Was auf jeden Fall krass wird, ist im Dezember kommt bei Syrup der erste Sneaker, den man als NFT kaufen kann, raus. Das wird sehr wild, glaube ich. Und ja, mit den Künstlern wird es sowieso nächstes Jahr, glaube ich, anders wild werden, so, weil Festivalsaison, glaube ich, noch mal viel krasser wird als dieses Jahr. Ja, das sind so ein paar Sachen, die man jetzt schon mal so verraten kann, glaube ich. Geil, geil. Wie sieht es bei dir aus, Negativ OG? Was steht nächstes Jahr bei dir so an? Ich will ein Album raushauen Anfang des Jahres. Und nächstes Jahr, ne? Ja, Album raushauen erstmal und dann gucken wir einfach. Sind Tour vielleicht live gehen? Ja, Live-Auftritte und so halt, ne? Wie klassische Zeug halt. Was hast du geplant fürs nächste Jahr? Steht irgendwas an? Hast du irgendwie Bock, was zu announcen oder vielleicht auch irgendwie was vor, was du unbedingt machen willst nächstes Jahr? Also dieses Jahr war ich halt so ein bisschen gebunden in verschiedenen Situationen, dass ich halt nicht so viel Musik droppen konnte, aber nächstes Jahr kommt auf jeden Fall derbe viel Musik von mir. Also geil. Stay tuned. Also einfach releasen, releasen, releasen so? Safe, safe, auf jeden Fall nächstes Jahr. Wir arbeiten jetzt schon vor, wird auf jeden Fall Baba nächstes Jahr werden. Geil. Habt ihr euch abseits der Musik irgendwas vorgenommen? Erkennt ihr aber diese Neujahrsvorsätze, ist mal so ein bisschen links so, aber habt ihr euch irgendwas vorgenommen vielleicht, worauf ihr nächstes Jahr Bock habt, vielleicht mal irgendwo hinzureisen oder irgendwas zu erlernen oder so, weißt du, irgendwie in die Richtung? Ich fliege jetzt im Dezember, den ganzen Dezember nach Thailand und will da einfach, wir haben da so ein Loft in so einem Wolkenkratzer und dann da Mucke aufnehmen in Bangkok und vielleicht da mit Studioleuten connecten vor Ort und so und dann halt Urlaub machen noch in Phuket und so. War nicht Urlaub. Aber das ist halt dieses Jahr, ne? Sonst gucken, wie es kommt, ja. Jetzt bei dir aus, hast du irgendwie abseits von Musik oder von Business irgendwie was vor, vielleicht eine neue Sprache lernen, irgendwo hinfliegen, irgendwo hinreisen? Ich bin gar nicht sprachbegabt, ich bin froh, dass ich halbwegs gut Englisch sprechen kann, aber ich habe Lust oder plane tatsächlich auch ein Haus zu bauen auf Kreta, so ein Urlaubshaus. Geil, das kann man aber Urlaub machen. Ja, das ist so mein Projekt für nächstes Jahr, würde ich sagen. Nice.
Der Airbnb-Zweig. Wie sieht's bei dir aus? Abseits der Musik irgendwie Bock, was Neues zu erlernen, was Neues zu entdecken? Ja, Mann. Das Leben ist das Unwissende dieses Jahr. Oder nee, nächstes Jahr wird auf jeden Fall sehr viel gelebt und sehr viel genossen und gearbeitet. So wie dieses Jahr auch. Ich denke, mit diesen Worten verabschieden wir uns hier. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und wir checken später auf jeden Fall den Auftritt noch ab. Machen so ein bisschen B-Roll, würde ich sagen. Peace, Leute. Okay, yo, was geht? Ich bin Keule, ich bin Noah und ich komme aus Flensburg. Ich bin Felix, bin Katana, ich komme auch aus Flensburg. Ich bin Kaios, aka Young Jagger, auch aus Flensburg. Normal. Yes, sir. Dankeschön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Wir haben ja mitgekriegt, es hat ja ist jetzt die Runde gemacht, die Mercedes-Benz-Werbung. Was sagst du dazu? Ist ja mega. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Ist auf jeden Fall mega cool geworden. Ja, ich glaube, am besten kann das Kaios sagen. Wie kam es zu der Werbung? Ja, das war eigentlich ziemlicher Zufall. Das alles ist durch ein paar Kontakte entstanden. Über die Familie tatsächlich. Dann durch eine Werbeagentur sind die an mich reingetreten und wollten zuerst nur ein Beat. Und dann wollten die aber noch vielleicht eine Melodie da drauf. Und dann bin ich zu Noah gegangen, habe gesagt, ey, hast du Bock? Und naja, dann ist das so alles in die Wege geleitet worden. Ihr habt ja gesagt, ihr kommt aus Flensburg. Wow, ist das weit weg aus Braunschweig. Braunschweig ist keine große Stadt. Ist jetzt auch nicht so, für euch ist groß, ne? Wie viel Einwohner hat Flensburg? Boah, ich glaube so 80.000 oder so. Ach so, fast so klein. Ja. Wegen so ein Urlaubsort für alle Braunschweiger. Ja, ja, quasi. Wie wird das so aufgenommen, wenn ihr sozusagen, ihr macht Musik, ihr seid im Style schon ein bisschen auffälliger? Ist das, wird das cool aufgenommen? Kriegt ihr irgendwie Hate ab? Wie ist das in Flensburg? Also Felix ist ja zugezogen, wir wohnen ja seit anderthalb Jahren? Herzen, aber Flensburger, definitiv. Herzen, Flensburger, ja. Ich bin in Flensburg geboren, Kai ist glaube ich auch in Flensburg geboren, aber ich bin in so einem kleinen Vorort, Tarp heißt das, Shoutout. Da bin ich aufgewachsen und bin in eine Schule in die Nähe gegangen. Es wurde nicht so gut aufgenommen, actually, so. Es war jetzt 2016, 17 so, wo ich angefangen habe. Und da war das ganze Thema noch so ein bisschen so ein Tabuthema, weil du warst einfach weird, wenn du Musik gemacht hast. Und das war halt diese Soundcloud-Era damals. Ja, und dann hat sich so ein bisschen mein Kreis gebildet, die das halt akzeptiert haben. Da habe ich mich halt von Leuten umzingelt oder umgeben, die das halt auch gedickt haben, so. Und ja, und jetzt habe ich halt einen stabilen Kreis. Und jetzt will ich auch keinen anderen mehr haben. So. Dann hätte ich noch einmal eine schnelle Frage, bevor ich an JP übergebe. Und zwar Highlight des Jahres 2022. Es kann musikalisch sein, privat, könnt ihr euch irgendwas aus der Nase ziehen? Ja, also für mich sind es auf jeden Fall die Konzerte gewesen, weil, keine Ahnung, bei mir war es jetzt so, dass es mit Mucke erst so richtig in der Corona-Zeit angefangen hat und das ging halt die ganze Zeit nicht. Und jetzt hatten wir halt unsere ersten eigenen Shows so, und das war so toll, so diese Energie von den Leuten zu sehen, einfach so, dass alle Bock haben. Auch auf dem Splash, so dieser kleine Auftritt, den wir hatten, war richtig, richtig toll. Das war so mein Lieblingsmoment, glaube ich. Ich glaube, für mich war das, glaube ich, echt der Splash-Auftritt so. Ich glaube, da träumt irgendwie jeder kleiner Künstler von. Und dass das uns irgendwie möglich gemacht wurde. Wir haben ja auch dieses Jahr unterschrieben bei Arctic so, als im Verlag. Und ich glaube, es war so ein bisschen der Startschuss und ich glaube, es ist auch erst der Anfang jetzt von allem so. Aber generell das ganze Jahr war eigentlich super, super schön für mich so. Safe. Also für mich war das auf jeden Fall der Auftritt in der Heimatstadt Flensburg im Kühlhaus. Da sind wir zusammen mit all unseren Jungs aufgetreten und das war, also es war einzigartig. Die Energy in diesem Raum war wirklich, es war krass so. Und das hat mir so richtig gezeigt, wofür wir das alles machen. Ich würde gerne wissen wollen, was eure Pläne noch so sind fürs nächste Jahr oder beziehungsweise für dieses Jahr ist jetzt schon fast vorbei, aber wie geht's jetzt so weiter musikalisch? Was ist so geplant bei euch? Wo soll die Reise hingehen? Also ich habe jetzt vor ein paar Wochen war ich in Berlin und habe ein richtig krankes Musikvideo gedreht mit Morten Hinrichsen. Shoutouts. Und das wird so das nächste Ding sein bei mir. Und das wird auch ein bisschen so ein Artist-Umschwung sein. So. Also ich hab dann ein paar mehr andere Dinge jetzt vor, so in eine andere Richtung. Es wird alles ein bisschen poppiger, so ja, genau. Aber es wird, ich freue mich da sehr doll drauf. Jetzt warten wir nur noch, bis das Video fertig ist. Dann arbeite ich in nächster Zeit dann zusammen wahrscheinlich, also kann ich jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht, wann das ausgestrahlt wird, aber kann ich dann sagen, dass ich jetzt mit Groove Attack und Arctic zusammen weiterhin arbeite und darüber meinen Vertrieb mache. Und hoffentlich ja, funktioniert das alles so, wie wir es hoffen. Und ansonsten habe ich im Frühling nächsten Jahres meine erste eigene EP geplant. Und ja, ich glaube, das ist so das, was ich sehr so. Dann schon mit dem neuen musikalischen Style oder noch? Ja, also so, schon, ja. Schon, ich glaube, schon so. Also alles ein bisschen nicht mehr so traurig. Weil
mir geht es einfach besser, ich habe tolle Leute um mich herum, so. Es wäre jetzt eine Lüge, einfach nur noch weiter traurigen Stuff zu schreiben, deswegen ja, ein bisschen Leben zelebrieren, ein bisschen genießen gerade alles. Und also ich habe jetzt so angefangen selber zu producen so, also die nächste Single, die jetzt rauskommt, also Sample ist von Root so, aber den Rest habe ich so gemacht so, Kaius hat mir ein bisschen noch beim Mix und beim Master geholfen so, aber die nächsten Sachen will ich halt eigentlich eigenständig so alles produzieren so, weil ich mir einfach selbst nochmal, also meinen eigenen Song noch viel individueller gestalten möchte so und ich habe das Gefühl, das kann ich nur so. Shoutouts auch an Tim an der Stelle, der hat mich da auf jeden Fall sehr inspiriert so. Und ja, da kommt auf jeden Fall viel cooler Shit in nächster Zeit. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir unsere Gruppe, dass wir unsere Musik weiter pushen können, dass wir noch mehr Leute erreichen können. So, das möchte ich als quasi Manager von den Jungs, hoffe ich mir das natürlich. Aber auch selber so, ich habe auf jeden Fall, arbeite mit vielen Künstlern im Moment zusammen. So, zum Beispiel kommt jetzt wahrscheinlich nächstes Jahr dann das Tape von Feller raus. Da habe ich auch 4 Sachen von produziert. Und so welche Geschichten halt, ja, darauf freue ich mich. Geil. Jetzt kommen wir zu den Vorsätzen. Also abseits der Musik, habt ihr irgendwie einen Wunsch, den ihr euch nächstes Jahr erfüllen wollt? Sei es jetzt irgendeine Reise zu machen, irgendeinen Ort zu sehen oder irgendeine Sprache zu erlernen oder irgendeine Sache zu lassen vielleicht so. Ich möchte auf jeden Fall, also ich kann zwar schon ein bisschen, aber ich möchte auf jeden Fall lernen, das Klavier zu spielen, also so richtig, mich noch verbessern, was Musiktheorie angeht. So welche Geschichten auf jeden Fall für mich, ja. Ich möchte nächstes Jahr nach Schweden, sehr, sehr, sehr gerne. Ich bin ein riesengroßer Yung Lean-Fan und ich weiß nicht, ob ihr das Video kennt, aber ich glaube, es war Red Bottom Sky, wo er das Kleid trägt draußen. War das Miami Ultras? Auf jeden Fall ist es in den Wäldern von Schweden gedreht und das gibt mir so richtige, weißt du, so einen Monat einfach dahin in irgendeine verlassene Hütte direkt am Wald und einfach Mucke machen. Da habe ich so Bock drauf. Ich bin eh so ein Typ, der mehr auf Landschaften steht als auf irgendwie Wärme oder sowas. Also ein bisschen verlassen, da habe ich richtig Bock drauf. Das ist so mein Ziel, glaube ich, einfach mal nach Schweden. Schweden kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Das ist sehr schön. Ja, ich war einmal angeln dort mit einem Kollegen. Ja, geil. Das ist schon geil, ja. Ja, da habe ich echt Bock drauf. Aber ansonsten nächstes Jahr auf jeden Fall Splash auseinandernehmen. Das ist auch noch ein. Das ist noch ein Ziel, so. Ja, vielleicht. Witzig, wenn wir jetzt so einen Cut machen könnten und dann so nächstes Jahr blenden wir das dann ein, dieses Interview. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass Felix auch noch ein paar Pläne hat. Also, kann ich das anteasern, was sie sagen? Also ich glaube, unser nächstes Ziel ist auf jeden Fall so Tour nächstes Jahr. Also haben wir auf jeden Fall vor, so alle zusammen. Ja, mit ein paar Freunden dann als Vorex noch natürlich. Und ich glaube, das wird sehr, sehr cool. Ich hätte noch Bock auf Thailand so. Also ich fliege wahrscheinlich nächstes Jahr mit ein paar Freunden nach Thailand so. Zum Mucke machen auch und Videos drehen und ich glaube, es wird sehr cool. Das sind so meins. Korrekt. Vielen Dank für eure Zeit auf jeden Fall. Alles Gute. Und ich hoffe, wir sehen uns dann spätestens im Sommer auf dem Splash alle gemeinsam wieder. Wir fangen euch ab nach der Bühne. Ja, dann nerv ich euch besoffen.